Ja, alles klar. David, zum Spiel gestern vielleicht eine kurze Zusammenfassung. 5:1 gegen Bayreuth. Ja, Sieg ist wichtig und für alle, für Fans, für alle. Und daheim muss man alle Spiele zum Sieg behalten. Oder ich weiß es nicht, wie sagt es, aber gefieren oder so, oder ich weiß nicht, wie sagt es. Ja, ein Spiel ist Wichtigste. Ja. Die Fans waren begeistert. Ja. Also, ich weiß nicht, wie hast du die Stimmung erlebt? Wie ist es für dich als Spieler? Bist du eher... Ja, für meine Spiel, ich brauche Fans. Ich brauche Fans für meine Spiel, weil ich brauche Fans. Ich muss in Tempo sein und ich brauche Fans. Kein Thema. Stichwort Tempo, das ist sowieso eine Eigenschaft an dir, die mir aufgefallen ist. Du gibst auf dem Eis richtig Gas. Du bist jemand, der viele Sprints hinlegt. Ist das dein Stil? Oder ja, so. Das ist mein Stil. Das ist mein Stil, ganze Karriere. Ich muss so spielen. Meine Meinung ist, ich bin guter Schlittschuhläufer und das ist mein Stil. Wie würdest du dich sonst, also wenn du dich beschreiben würdest als Spielertyp, was sind deine Eigenschaften als Spieler? So, ich habe gesagt, ich bin guter Schlittschuhläufer und ich liebe schneller vorne gehen, offensiv spielen, weißt du, was ich meine, nicht so lange in Defensiv spielen oder so, aber schneller Pass und vorne, nach vorne fahren und zum Beispiel 3-2-Situation, Überzahl-Situation spielen, 2-1-Situation, 3-2-Situation spielen und so. Okay. Also sonst, ich weiß es nicht, ich bin nicht so gut in Defensiv zum Beispiel, aber... Ja, ist so. Ich habe Probleme mit Defensivarbeit ganze Karriere, aber so ist es. Aber der EHC hat bisher die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert, also so schlecht kann es auch nicht hier sein. Aber wir haben gutes, beide Torwart sind super. Jetzt Henke hat super Leistung, aber sonst war dieser zweite war Maddy. Ist auch super, aber war krank und jetzt Henke hat super Leistung und jetzt, ja, das ist super. Zur Reihenzusammenstellung, du hast bisher mit unterschiedlichen Partnern auch in der Vorbereitung gespielt, jetzt zuletzt, glaube ich, mit Patrick Wosa, ja, zusammen mit, ja, mit André war verletzt. Ja, das ist komisch, ich habe mit wie viel Spieler haben wir, 6 und ich war ein Spiel verletzt und ich habe 5 Spieler jetzt und meine Meinung ist, ich spiele jedes Spiel mit anderen Reihen oder so. Erstes Spiel, ich habe mit Patrick und Tobi gespielt, dann mit Nico und mit Stevie gespielt, dann mit André Salze und André mit Jakub gespielt, dann gestern wieder mit anderen Leuten. Ja, ist so. Wie wichtig ist das? Oder ist das so wirklich für einen Spieler flexibel, wenn das System das gleiche ist? Nein, ich weiß es nicht, aber ist wegen Verletzt vielleicht. Wegen viele Leute, wir haben mal Verletzt oder so. Und dann ist so, muss Trainer. Und wir sind jetzt am Anfang an und muss Trainer probieren, was klappt auf Eis oder so. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, jetzt wir sind 4-mal gewonnen oder hintereinander und jetzt wird, glaube ich, alles gut zum Zukunft. Zu dir persönlich, du warst in der Vorbereitung verletzt. Wie weit bist du jetzt? Ist alles wieder okay oder fehlt noch ein paar Prozent? Na, fehlt ein paar Prozent. Ich bin nicht hundertprozentig. Bis jetzt fehlt ein paar Prozent. Ja, ich war in Vorbereitung, ich weiß nicht, 14 Tage, ich war nicht auf Eis oder so. Und es fehlt mir diese 14 Tage, ja, ist logisch, klar. Hast du einen Spitznamen? Ja, Zappel. Zappel, okay, ist meine Spitzname ist Zappel. Aber ist in Tschechisch, okay. Ja, ist. Wie hast du dich hier in Freiburg schon eingelebt? Ja, ich war schon, ich weiß es nicht, 3-mal oder 4-mal in Stadt und das ist super. Ich liebe diese Stadt, das ist super. Ich habe ja nicht so viel Zeit zum irgendwo gehen oder so, weil wir sind immer im Stadion oder so. Wir haben viele Spiele und so hintereinander und ich muss Regeneration machen und so. Aber sonst, ja, liebe mir, super. Wenn du die Zeit, seitdem du hier in Freiburg bist, mal so zusammenfasst, was war bisher nicht so gut, was war super, was ist bisher gut gelaufen für dich? Ja, es ist schwierig zu sagen, ich weiß es nicht, aber ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht was. Bisher alles gut. Ja, ja. Zumindest, ja. Wenn man auf die Tabelle schaut, dann schon. Ja, ja, genau. Okay, dann vielleicht noch ein kurzes Wort. Morgen Bad Tölz. In der letzten Saison hat Freiburg in den Playoffs in 7 Spielen gegen Bad Tölz verloren. Dann zum Schluss leider im 7. Spiel eben die nächste Runde nicht geschafft. Dieses Jahr ist Tölz nicht so gut gestartet, kommt aber jetzt anscheinend doch in Fahrt. Was rechnest du dir morgen aus oder was ist drin? Ja, die haben junge Mannschaft, das ist schon lange Zeit. Die sind schon lange Zeit zusammen und die spielen richtige läuferisch gute Mannschaft und sie machen Druck. Und wir müssen mal clever sein oder muss man mit Kopf ein bisschen spielen, muss ein bisschen clever. Nicht so viel kämpfen mit aber wird hundertprozentig schwierig Spiel, schwierig. Ich wünsche euch viel Glück. Danke, und vielen Dank. Danke, David. Danke, vielen Dank. Danke.